Gut, ich würde sagen, wir starten einfach. Wir haben ja nur eine Stunde Zeit, von daher legen wir mal los. Ich teile ja, meinen Bildschirm in der Zwischenzeit nur eine kurze Information. Sie sind in dem heutigen Webinar erstmal alle stumm geschaltet. Anschließend, wenn das Webinar dann zu Ende ist, beziehungsweise ich mit meiner Präsentation fertig bin, dann werden die Mikros nochmal aufgemacht, sodass Sie auch Fragen stellen können. Wenn Sie zwischendurch während der Präsentation Fragen haben, dann stellen Sie die bitte in Chat. Zwei meiner Kollegen sind noch mit dabei und werden den Chat überwachen und dann können wir die Fragen im Anschluss dann noch klären. Genau. Dann, ja. Sage ich erstmal herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Heute geht es um das Thema What's New? Was ist jetzt in unserem neuen Release, was jetzt im Oktober veröffentlicht wurde, dazugekommen? Was haben wir für Neuerungen, die wir Ihnen zeigen wollen? Und genau, kurz zu meiner Person. Mein Name ist Melanie Natuschke. Ich bin Solution Consultant bei Continia und hauptsächlich für den Bereich Document Capture zuständig. Und ich führe Sie heute durch die Neuerungen, die, wie gesagt, jetzt im Oktober veröffentlicht wurden. Und ein paar der Funktionen schauen wir uns nochmal genauer an. Dann würde ich auch ins System gehen und wir schauen uns, wie das live aussieht. Und alles andere. Es sind ja sehr viele Neuerungen dazugekommen. Von daher können wir natürlich jetzt nicht gleich auf alle eingehen, aber wie gesagt, im Anschluss sind ja, ist ja auch noch Zeit für Fragen und dann können wir dazu auch noch mal näher eingehen. Gut, ja, ich würde sagen, wir starten natürlich immer erstmal mit dem nicht so schönen Teil und zwar, es gibt bestimmte Features, die es leider jetzt in das aktuelle Release nicht geschafft haben, die aber natürlich bei uns auch in der Bearbeitung liegen. Das bedeutet, die werden dann in dem späteren Release dann auch mit veröffentlicht. Dazu zählt zum Beispiel das vereinfachte Onboarding im Bereich E-Documents, an dem wir noch arbeiten. Dann soll es eine Lernseite geben, damit die Kenntnisse im Bereich E-Documents auch verbessert werden können von Ihrer Seite. Der Bestellabgleich soll in Bezug auf die Maßeinheiten erweitert werden, sodass dann auch ein Bestellabgleich mit unterschiedlichen Einheiten kurz durchgeführt werden kann, was aktuell ja noch nicht möglich ist. Und dann arbeiten wir noch daran, dass es dann eine E-Mail zur offenen Genehmigung geben soll, wo sozusagen alle Unternehmen ausgewiesen sind, also alle Mandanten, sodass sie dann bloß noch eine E-Mail bekommen, wo sie auch sehen können, was in welchen Mandanten sie zur Freigabe noch offen haben. Genau. Dann vielleicht eher zu den schönen Dingen, was jetzt im aktuellen Release enthalten ist. Und dazu zählt zum Beispiel das mandantenübergreifende Dashboard, was im Web-Approval jetzt mit integriert ist, beziehungsweise was das Web-Approval jetzt enthält, wo Sie alle ausstehenden Genehmigungen sehen können, die in unterschiedlichen Mandanten bei Ihnen liegen. Dann haben wir Warnungen eingebaut über bereits bezahlte ja, oder erfasste Belege, die im Expense Management vorhanden sind. Das heißt, sodass da auch man sehen kann, okay, was wurde jetzt vielleicht im Expense Management schon eingereicht und wäre dann im Document Capture überflüssig. Die Genehmigungsablaufcodes sind jetzt auch für die erweiterte für den erweiterten Genehmigungsworkflow mit integriert. Das heißt, vorher konnte man ja immer nur in dem Continia Standard Workflow Genehmigungsablaufcodes mit nutzen oder in Verbindung mit dem Standard Continia Genehmigungsworkflow. Das ist jetzt auch bei dem erweiterten Genehmigungsworkflow möglich. Dann wurden einige Verbesserungen am Modul Einkaufsverträge durchgeführt, die ich Ihnen dann nochmal zeigen möchte. Und genau. Zum Web-Approval-Portal habe ich ja schon gesagt, es gibt so ein mandantenübergreifendes Dashboard, was neu ist. Eine weitere Neuerung ist zum Beispiel, dass relevante Zeilen für die erweiterte Genehmigung hervorgehoben werden. Das heißt, wenn Sie für bestimmte Dimensionen verantwortlich sind, haben Sie ja früher immer bloß gesehen, dass es sozusagen, haben Sie ja alle Zeilen gesehen, jetzt wird es nochmal hervorgehoben. Gehen wir da nochmal näher drauf ein. Die Übertragung von Rechnungsrabatten wird jetzt unterstützt, sodass Sie auch Rechnungsrabatte erfassen und mit registrieren können. Die Bestellabgleichsseite ist jetzt auch für die Belegkategorie Bestellung verfügbar.
Ja, also wenn Sie jetzt eine Auftragsbestätigung bekommen, haben Sie jetzt auch diese Seite des Bestellabgleichs, die Sie ja auch von den Rechnungen schon kennen. Dann gibt es einen neuen Zeilentyp, also eine neue Zuweisung. Es wurde ja, die Umlagekonten wurden ja sozusagen ja, in Business Central 24 eingeführt. Das können Sie jetzt auch zuweisen. Genau, das ist jetzt mit integriert. Und ja, Sie können jetzt auch mit Hilfe des Leitfadens, was Sie im Belegjournal haben, um neue Vorlagenfelder hinzuzufügen oder anzulegen, wird es jetzt auch unterstützt, dass das Zeilenfeld, dass darüber Zeilenfelder angelegt werden können. Die Verarbeitung von Verkaufsbelegen ist jetzt auch KI-gestützt, zum Beispiel die Anlage von Debitoren. Und genau, dann können Sie als letzten Punkt, der jetzt hier zum Beispiel auf der Liste steht, ist, dass Sie jetzt ganz einfach auch die Belegkategorie wechseln können, falls da mal ein Dokument falsch sozusagen angekommen ist. Gut, das zu einem groben Überblick. Ich habe jetzt noch mal so ein paar Punkte rausgepickt, die ja zu den einzelnen Bereichen sozusagen gehören, was jetzt neu dazugekommen ist. Im Bereich Plattform und Technologie vielleicht jetzt noch mal zu der neuen Version Document Capture 2024 R2. Die steht natürlich wieder wie die anderen Versionen auch für die letzten drei Business Central Versionen zur Verfügung. Das heißt Business Central 23, 24 und 25. Und für Business Central 14 wird es diese Version jetzt noch geben, aber ab dem nächsten Release im nächsten Jahr wird es dann nur noch bereitgestellt für die letzten drei Business Central Versionen, nicht mehr für Business Central 14. Genau, ein Direkt-Upgrade ist von 8 bis 24 möglich. Also ab Document Capture 8 können Sie direkt ein Upgrade dann machen auf das jetzige Release. Es wurden Events hinzugefügt, das Web-Approval, wie gesagt, wurde verbessert. Dann die Unterstützung für Google Workspace Accounts und Microsoft Graph API wurde sozusagen jetzt unterstützt. Und im Bereich allgemein natürlich wurde alles, was so die Benutzeroberfläche betrifft, da auch Verbesserungen durchgeführt. Eine grundlegende sage ich, Änderung ist, dass der Konfigurationsassistent für Document Capture, den Sie ja kennen, für die initiale Einrichtung erstmal und den Vorlagenimport, den finden Sie jetzt über die Suche im Business Central über Document Capture einrichten. Das heißt, das wurde umbenannt. Also Konfigurationsassistent werden Sie da jetzt nicht mehr finden. Und die Seite geteilte Dokumente wurde umbenannt in geteilte Zuweisung. Genau, ansonsten wurden Benachrichtigungen und Kommentare verbessert. Ist das den Continuous Sustainability wurde integriert. Also Continuous Sustainability ist ja ein Modul von uns, was jetzt auch im Oktober released wurde oder ja, herausgekommen ist. Und da ist jetzt sozusagen auch die Integration in Document Capture. Und genau, Unterstützung für das Zusammenführen doppelter Datensätze ist dann auch mit Expense Management. So, genau, jetzt zu den Dokumenten und Vorlagen. Klar, es wurden immer generell Verbesserungen gemacht, was Kategorien und Journal betrifft. Dann die KI-gestützte Erkennung im Verkauf hatte ich ja schon bereits erwähnt. Das schauen wir uns dann auch auf jeden Fall nochmal im System an. Das Ändern der Belegkategorie, Blockieren von ungenutzten Vorlagen, Benachrichtigung über Suchtextvorschläge. Ja, ansonsten habe ich einiges schon gesagt, Unterstützung, Rechnungsrabatte und so weiter. Wie gesagt, einige Dinge schauen wir uns dann nochmal gemeinsam an. Zum Thema E-Documents, ja, ist das Thema E-Order, das Thema wurde erweitert. Da schauen wir uns nochmal in der Grafik an, was sozusagen da jetzt erweitert wurde in dem Bereich. Debitoren und Kreditoren können jetzt geprüft werden. Schauen wir uns auch nochmal an. Und ansonsten wurde jetzt die Unterstützung für das Format X-Rechnung 3.0 auch mit integriert. So, im Bereich Einkaufsbelege ja, werden jetzt die Umlagekonten unterstützt. Als, sage ich mal, großer Punkt dann die automatische Archivierung von Bestellungen wird auch mit vorgesehen, sodass Sie, wenn Sie über Document Capture aktualisieren, da auch die Archivierung von Bestellungen stattfindet, wenn das natürlich generell auch aktiviert ist. Im Bereich Einkaufsverträge genau, kann man jetzt auch die Rechnungen in Document Capture mit dem Einkaufsvertrag abgleichen, sodass man auch schaut, was steht im Einkaufsvertrag drin
und was steht auf der Rechnung. Das ist quasi wie so eine Bestellabgleichsseite. Und ansonsten die ganz großen Neuerungen im Bereich Einkaufsverträge sind jetzt die Genehmigung von Einkaufsverträgen. Schauen wir uns dann auch nochmal an, die für diejenigen, die Einkaufsverträge schon benutzt haben oder sich das schon mal angeschaut haben. Es ist ja so, dass aktuell immer nur eine Überprüfung stattgefunden hat, anstatt einer Genehmigung. Genau. Ja, im Bereich Genehmigung habe ich schon gesagt, alles, was erweiterte Genehmigung und Web-Approval-Portal ist, da gab es Neuerungen. Bei Bestellabgleich ist es die Seite des Bestellabgleichs, die da jetzt auch ein paar neue Sachen mit drin hat. Und genau, ansonsten sind das jetzt die Highlights, die ich auch demonstrieren möchte. Die schauen wir uns jetzt genauer an, also in den Bereichen, die jetzt hier aufgelistet sind und alle Punkte, die da drunter stehen, das sind jetzt die Punkte, die wir uns jetzt mal anschauen, also die wirklich so große Highlights sind, die verbessert wurden. Und genau, dann würde ich sagen, legen wir mal los und schauen uns die einzelnen Punkte an. Und ja, fangen mit den Dokumenten und den Vorlagen an. Ich habe jetzt hier diese Auflistung, was wir jetzt alles durchgehen wollen, würde dann für die einzelnen Dinge auch ins Business Central springen. Das heißt, ich wechsle jetzt ins Business Central mal und würde jetzt hier zum einen die Änderung der Belegkategorie mal zeigen. Und zwar, genau, und zwar ist es so, dass ich jetzt hier mal in mein Belegjournal gehe und jetzt hier zum Beispiel feststelle, okay, das ist jetzt in der falschen Kategorie gelandet. Also das ist jetzt hier beim Einkauf drin, gehört aber woanders hin. Sie kennen ja bis jetzt den Weg. Sehen wir auch hier, dass Sie immer über Personalisieren sich die Belegkategorie einblenden mussten und hatten dann die Möglichkeit zu sagen, Sie sagen jetzt hier, in welche Belegkategorie es sozusagen ja, übernommen werden soll oder übertragen werden soll. Und dann ist es hier aus der Belegkategorie verschwunden und es war dann in der anderen Belegkategorie vorhanden. Das, was wir jetzt mit dieser neuen Funktion integriert haben, ist, dass wir hier oben diese Funktion Kategorie ändern haben. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Kategorie ändern gehe, dann zeigt er mir jetzt die Belegkategorien an, in die ich wechseln kann. Was auf jeden Fall da wichtig ist, ist, dass es mir über diese Funktion ja nur die Kategorien anzeigt, die auch mit dieselbe Herkunftstabelle haben. Also Bestellung und Kreditor sind die Belegkategorien, die mit der Belegkategorie Einkauf die gleiche Herkunftstabelle teilen. Und darüber kann ich das jetzt hier verschieben. Der Vorteil über diese Funktion, das zu verschieben, ist, dass mit diesem Verschieben über die Funktion gleich das Felder Erkennen durchgeführt wird. Das heißt, ich verschiebe es jetzt meinetwegen in eine Kategorie Bestellung oder Kreditoren und dann wird gleich in dieser Belegkategorie das Feldererkennen mit durchgeführt. Ja, und das ist, sag ich mal, auch so der große Vorteil, der da geboten wird, ist aber wie gesagt nur innerhalb der Herkunftstabelle. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben es jetzt komplett falsch verschoben und das ist nicht mal im Einkaufs-, sondern im Verkaufsdokument, dann bitte wie gewohnt den Weg gehen und hier die Belegkategorie auswählen und es dann verschieben. Da findet natürlich dann kein Feldererkennen statt, aber darüber können Sie es natürlich trotzdem immer noch in eine andere Kategorie verschieben. Genau, das zu dieser Änderung der Belegkategorie. Dann als nächstes haben wir die KI-gestützte Erkennung im Verkauf. Da würde ich jetzt auch im Business Central mal die Verkaufsbelege teilen. Und dann schauen wir uns mal an, wie hier die KI jetzt mit der Belegkategorie Verkauf arbeitet. Gehe jetzt in meine Belegkategorie Verkauf, habe jetzt hier zwei Belege drin. Zum einen haben wir jetzt hier einen Beleg, wo der Debitor nicht erkannt wurde. Und dann habe ich hier gleich wie im Einkauf auch die Funktion zum Erstellen eines Debitors jetzt hier. Würde jetzt auf Debitor erstellen gehen und auch hier zeigt es mir jetzt die unterschiedlichen Adressen an, die ich zur Auswahl bekomme, beziehungsweise die KI jetzt ermittelt hat auf dem Beleg und kann jetzt darüber sagen, er soll mir jetzt diesen Debitor erstellen. Jetzt hat er mir den Debitor jetzt hier angelegt
Also das funktioniert jetzt genau auch wie im Einkauf bei den Kreditoren, jetzt hier für die Debitoren. Und der weitere Punkt, den wir zu der KI im Verkaufsbelegen haben, ist, dass jetzt auch die Zeilenerkennung KI-gestützt funktioniert. Für meinen Beleg jetzt hier würde ich dafür mal in die Dokumentenkarte gehen und habe jetzt auch hier die Funktion zu sagen, ich möchte die Zeilen über die KI erkennen lassen. Und genau, das hat jetzt auch funktioniert. Die Übersetzung hatte ich ja schon eingerichtet für die Artikel, weil ich dafür schon Rechnungen bekommen habe. Und genau, ja, das ist, sage ich mal, so der Bereich, der jetzt im Verkauf mit der KI da erweitert wurde. Und dann springen wir gleich mal in das nächste Thema. Und zwar wäre das jetzt hier, mal kurz gucken. Genau, Expense Management Integration. Das würde ich jetzt mal hier auf den Folien zeigen. Und zwar, genau, das sehen Sie dann alles nochmal in der Präsentation, die Sie von uns nachträglich bekommen. Da haben Sie auch nochmal alles aufgelistet, was ich jetzt Ihnen auch im Central gezeigt habe. Und für das Expense Management ist es so, dass jetzt im Document Capture doppelte Transaktionen identifiziert werden. Also das heißt, wenn im Expense Management Transaktionen gefunden werden, die ähnlich zu denen sind, die im Document Capture sind, wird das dann, ja, gibt es dann eine Benachrichtigung. Und natürlich, was ist der Vorteil davon? Ganz klar, man verhindert halt das Erfassen doppelter Rechnungen. Man verhindert, dass sie doppelt bezahlt oder gebucht werden. Von daher, wenn Document Capture da feststellt, dass es da ein Duplikat gibt, wird man informiert. Ja, klar, was jetzt hier geprüft wird, sind zum Beispiel Belegdatum, Währungscode, Betrag inklusive Mehrwertsteuer. Also wenn es da irgendwelche Ähnlichkeiten gibt, beziehungsweise Übereinstimmungen, dann wird man informiert und man hat jetzt hier so einen Kommentar, den Sie sehen, wo dann einfach steht, dass das ein potenzielles Duplikat existiert im Expense Management. Und wenn man natürlich diesen Kommentar dann sieht, müsste man dann halt überprüfen, ist es halt wirklich die gleiche Rechnung und wurde sie jetzt vielleicht im Expense Management schon gebucht oder bezahlt, sodass man sie dann im Document Capture nicht mehr, ja, nicht mehr erfassen muss. Gut, gehen wir zum nächsten Punkt, Standardfeldwerte anzeigen. Gerade mal schauen. Ja, und zwar, dafür gehe ich jetzt wieder mal ins Business Central und in meine Einkaufsbelegkategorie. Und zwar, was wir jetzt hier sehen, ist, dass wir Standardfeldwerte anzeigen lassen können. Das ist nur für bestimmte Felder in der Einkaufsbelegkategorie so. Und zwar sehen Sie die hier in diesen eckigen Klammern dahinter. Aktiviert wird es in der Belegkategorie. Also man sagt generell, dass die Standardwerte angezeigt werden sollen. Und dann ist für bestimmte Felder das auch mit ja, vorhanden. Sehen Sie in den Folien dann auch nochmal, für welche Felder das der Fall ist. Und das heißt, was jetzt hier angezeigt wird, ist zum Beispiel bei Abteilung in Klammern jetzt dieses Prot. Es ist so, dass jetzt am Kreditor die Dimension Prot hinterlegt ist für die Abteilung. Und deswegen wird jetzt hier angezeigt, was sozusagen da beim Kreditor hinterlegt ist. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auch mal das wegnehme, ja, also BK war ja das, was ich jetzt gecaptured habe. Und normalerweise steht am Kreditor DH drin. Das ist sozusagen der Standardwert, den er eigentlich erwartet. Ist aber natürlich jetzt nicht schlimm. Ich kann natürlich auch einen anderen eintragen, weil jetzt vielleicht gerade für die Rechnung nicht der Standardeinkäufer ist, sondern es ein anderer Einkäufer ist. Genau. Also kann ich noch mal kurz auch hier zeigen. Ja, das ist das, was wir jetzt hier in den Klammern gesehen haben. Und die Anzeige aktivieren wir, wie schon gesagt, in der Belegkategorie. Genau. Und jetzt sehen wir hier nochmal, ja, für welche Felder das auch vorgesehen ist, dass diese Standardwerte angezeigt werden. Genau. Dann kommen wir mal als nächstes zum, ja, Leitfaden zum Erstellen von Zeilenfeldern. Und zwar,
Genau, die Funktion kennen wir ja schon aus den ja, vorigen Versionen, dass Sie jetzt, dass Sie hier die Möglichkeit haben, ein neues Vorlagenfeld zu erstellen. Und bis jetzt war es immer nur möglich, ein Kopffeld zu erstellen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit zu sagen, dass Sie ja auch Zeilenfelder erstellen wollen und können dann über diesen Assistenten diese Zeilenfelder erstellen lassen. Das ist, sage ich mal, jetzt auch neu, dass die Zeilenfelder darüber erstellt werden können. Genau, als nächsten Punkt habe ich jetzt Blockieren ungenutzter Vorlagen mit draufstehen. Habe ich jetzt hier, und zwar, Sie können jetzt an Vorlagen, ich gehe mal hier in die Vorlagenkarte von dieser, kann ich jetzt sagen, dass diese Vorlagenkarte gesperrt ist. Das heißt zum Beispiel, Sie haben die mal verwendet, Sie wollen die nicht mehr nutzen, können sie aber nicht löschen, weil sie schon verwendet wird. Da kann man die auch sperren, sodass die für diese Suche auch oder für das Erkennen der Kreditoren und dem Capturen dann nicht verwendet wird. Das heißt, dafür ist sie gesperrt. Sie sehen sie auch hier in der Auswahl nicht. Wir sehen, hier ist die 9 eingetragen, die 1 sehen wir jetzt nur. Wo man sie aber auf jeden Fall noch sieht, ist, wenn man jetzt direkt in die Auswahl geht. Also sie wird erstmal nicht verwendet für die generelle Suche. Sie können sie natürlich dann trotzdem auch noch auswählen und auch verwenden. Das ist kein Problem, aber initial wird sie erstmal nicht mit angezeigt und verwendet. Genau, Benachrichtigung über Suchtextvorschläge. Sind wir gleich auf der richtigen Seite? Das sehen wir jetzt hier oben am Seitenrand. Und zwar ist es so, dass Sie ja auch kennen, aktuell ist der Belegkategorie, kann man ja in die Suchtextvorschläge gehen und kann zum Beispiel sagen, okay, aus bestimmten Vorlagen gibt es jetzt Suchtexte für die, zum Beispiel die Rechnungsnummer. Und ich möchte, dass dieser Suchtext generell in die Mastervorlage schon mit übertragen wird, damit für nächste Rechnungen, die kommen, dieser Suchtext schon mit vorhanden ist. Es ist so, dass man jetzt einstellen kann, dass diese Suche nach Suchtextvorschlägen automatisch stattfindet. Einrichten wird man oder einrichtet, man richtet es ein an der Document Capture Einrichtung und angezeigt wird es jetzt hier. Wir sehen es hier am oberen Rand, dass Suchbegriffsvorschläge vorhanden sind in der für den Einkauf.de, also für die Mastervorlage, und man kann sich sozusagen die dann anzeigen lassen und auch die Suchtextvorschläge erstellen. Also einfach nur, dass man sozusagen das jetzt hier in dem Prozess dann auch mit angezeigt bekommt und nicht immer in der Belegkategorie das ausführen muss. Genau, wie gesagt, in der Document Capture Einrichtung, kann ich jetzt nochmal ganz kurz mit reinspringen, kann man jetzt hier die Benachrichtigung einrichten, und da sage ich jetzt hier einen Tag. Das bedeutet, dass die Benachrichtigung täglich angezeigt wird. Ja, ich kann auch sagen, ich stelle es auf 2 Wochen oder einen Monat, dann wird es halt einmal im Monat angezeigt, weil da vielleicht einmal im Monat die Prüfung stattfinden soll, ob es da irgendwelche Suchtextvorschläge gibt oder vorhanden sind, die man nutzen kann. Genau, und als letzten Punkt haben wir noch die Integration der Rechnungsrabatte in dem Bereich. Und dafür habe ich jetzt hier eine Rechnung schon registriert gehabt. Genau, hier sind Rechnungsrabatte enthalten. Das habe ich jetzt hier quasi auch registriert. Also es gibt ein neues Feld, Rechnungsrabatte, was man sich in die Vorlagenkarte mit einblenden kann. Und wenn diese Rechnung dann mit dem Rechnungsrabatt erfasst wird, sieht es dann schlussendlich so aus, dass dieses Feld Rechnungsrabatte, was in der Vorlage enthalten ist, beim Registrieren mit übernommen wird in das Feld Rechnungsrabatte. Genau, ist ja ein Standardfeld von Business Central, und das wird jetzt gefüllt, war vorher noch nicht möglich. Jetzt ist es möglich, dass genau dieses Vorlagenfeld genutzt wird, um hier die Übertragung in dieses Feld durchzuführen. Genau, dann sind wir in dem Bereich Dokumente und Vorlagen schon soweit durch, was jetzt so die Highlights sind, sage ich mal. Was wir jetzt im Bereich Einkaufsbelege haben, ist die Unterstützung von Zuweisungskonten bzw. Umlagekonten. Und zwar gehe ich dafür auch nochmal ins Business Central und zeige einfach nochmal, wo man das findet. Also die Umlagekonten, für diejenigen, die im Business Central arbeiten, wissen ja, dass es ab Business Central 24 die Umlagekonten eingeführt wurden, um halt Buchungen über verschiedene Konten und Dimensionen hinweg zuordnen zu können. Und Document Capture hat es vorher noch nicht unterstützt, und jetzt mit der Version wird es unterstützt, dass man sozusagen auch diese Kontoart nutzen kann. Sie finden das zum einen in der Buchungseinrichtung und können jetzt hier zum Beispiel sagen, Sie möchten das nicht einem Sachkonto oder Artikel zuweisen, sondern einem Zuordnungskonto hier, und habe jetzt hier das Zuordnungskonto, also
Umlagekonten, ja, wenn Sie Umlagekonten ausgewählt haben, dann finden Sie die hier und können die auch zuordnen. Und das finden Sie einmal hier in der Buchungseinrichtung und dann finden Sie das auch in der, gehen wir mal hier in die Zeilenerkennung, wo haben wir sie drin? Hier in der Dokumentenkarte, in den Zeilen. Auch da haben Sie in den Übersetzungen hier die Möglichkeit, ein Zuordnungskonto zuzuweisen und dann das, wie gesagt, Umlagekonto auszuwählen. So, genau. Das zu den Umlagekonten. Dann würde ich sagen, springen wir in den nächsten Bereich für zu Continuous Sustainability Integration. Dafür würde ich jetzt hier mal in den Folien durchklicken und Ihnen mal sagen, was sozusagen da jetzt neu ist. Also ich hatte ja erst schon oder eingangs gesagt, Continuous Sustainability ist unsere neue Lösung für die Berichterstattung von Kohlenstoffemissionen, die jetzt im Oktober veröffentlicht wurde. Und Document Capture wurde mit Continuous Sustainability sozusagen jetzt ja, verknüpft, sodass ja, Continuous Sustainability jetzt hier integriert wurde und man damit natürlich eine erleichterte Umweltberichterstattung durchführen kann. Genau, die Aktivierung also wenn Continuous Sustainability genutzt wird und die aktiviert wird im System, dann werden der Mastervorlage im Einkauf automatisch neue Felder hinzugefügt. Die sind jetzt hier mal aufgelistet. Rechts sehen wir jetzt auch nochmal einen Screenshot von den Kopf- und Zeilenfeldern. Also alle die Felder, die jetzt hier hinzugefügt wurden, sind als Kopf- und Zeilenfelder vorhanden. Genau, aber wie gesagt, sehen Sie dann der Mastervorlage nur, wenn auch Continuous Sustainability aktiviert ist. Genau, wo finden wir dann diese Einrichtung? Also wenn, genau, in der Buchungseinrichtung, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Sachkonto oder Artikel ausgewählt haben, werden ja jetzt, wenn Continuous Sustainability benutzt wird, dann automatisch die Werte hier ausgefüllt, wenn diese Werte mit dem Sachkonto oder Artikel verknüpft sind. Ja, dann sieht man die hier in der Buchungseinrichtung und die werden mit übertragen. Alternativ können die Werte natürlich auch manuell eingefügt werden. Das heißt, die Felder, die wir in der Mastervorlage jetzt gesehen haben, die kann man sich dann in der Vorlage einblenden und kann auch da die Werte eintragen und ja, benutzen. Genau, bei den Zeilenübersetzungen ist es dann, sieht es dann genauso aus. Wir haben ja unsere Übersetzungsliste, unsere Übersetzungstabelle in den Zeilen, wo wir natürlich die Zeilenübersetzungen eintragen können. Und auch da finden wir die Felder wieder und sehen dann sozusagen, was auch übertragen wird mit an den Artikel oder das Sachkonto und was da für Werte gefüllt sind. Und genau, das gleiche auch wieder hier, so wie Sie die Kopffelder einblenden konnten in den Vorlagen, haben wir auch diese Felder natürlich in den Zeilen und können sie auch da einblenden. Also genau wie in den Kopfdaten dann hier auch für die Zeilen. Und genau, wenn man ein Konto zum Beispiel auswählt, wo wo Nachhaltigkeitswerte erforderlich sind, dann wird auch ein Kommentar angezeigt, sodass der Benutzer auch weiß, dass dafür sozusagen da die Werte eingetragen werden müssen, dass Pflichtfelder sind, da wird man dann darauf hingewiesen, sodass man dann in der Vorlage die entsprechenden Felder hinzufügen kann und auch diese Werte ausfüllt. Genau, ansonsten weitere Details zu Continuous Sustainability finden Sie in den kommenden Präsentationen, also bei uns auf Continia Online. Unter den Webinaren finden Sie auch das nächste Webinar, was für Continuous Sustainability ja, zur Verfügung steht. Da können Sie sich gern anmelden und sich dann auch unsere neue Lösung Continuous Sustainability anschauen. Gut, kommen wir zum Thema Continia E-Documents. Gibt es auch ein paar Neuerungen, zum einen die erweiterten Bestellungen, also sozusagen das E-Order, was es ja vorher schon gab, ist jetzt einfach nochmal erweitert worden, wo so ein paar mehr Funktionen möglich sind. Dann hat man auch Möglichkeit, Debitoren und Kreditoren zu prüfen, sodass man einfach schaut, welche Debitoren und Kreditoren schon im Netzwerk registriert sind. Genau, ansonsten werden noch Belegformate weiter unterstützt und ja, ansonsten auch ein paar mehr Automatisierungen mit eingebaut. Ja, wir schauen uns dazu genau das mal hier an und zwar zum Thema E-Documents, also in dem Oberauf. Also, das sind sozusagen erstmal alles. Formate, die
die im PEPPOL-Netzwerk unterstützt werden. Also alles, das sind alles Dokumententypen, die halt von PEPPOL unterstützt werden. Die unteren unterstützen wir erst in dem kommenden Release. Das heißt, E-Shipping, E-Katalog und E-Commerce sind sozusagen jetzt aktuell noch Dokumententypen, die noch nicht unterstützt werden, die aber im kommenden Release mit dabei sind. Und neu ist, wie ich gerade schon sagte, ja, erweiterte E-Order. Und wie gesagt, das schauen wir uns jetzt auch gleich nochmal in der Übersicht an. Ja, genau. Also das ist sozusagen der Ablauf, den wir jetzt aktuell schon so kennen aus dem E-Order-Bereich. Wir erstellen eine Bestellung, senden diese Bestellung, die kommt dann beim Verkäufer an. Er wird dann einen Verkaufsauftrag erstellen. Wenn er diesen Verkaufsauftrag dann ja, aktualisiert, wird das zurückgeschickt an den Einkäufer. Der erhält dann eine Bestellungsaktualisierung, also eine Auftragsbestätigung dann. Und der Bestellstatus wird aktualisiert. Das ist, sage ich mal so, der Ablauf, wie man ihn jetzt kennt. Was wurde jetzt in dem Fall erweitert? Wir haben hier ein Beispiel. Klar, der Ablauf bleibt jetzt erstmal, wie er ist. Bestellung wird versendet, Bestätigung kommt. Was man jetzt hier noch machen kann, ist, dass man den Auftrag storniert. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich diese Aktualisierung bekomme, eine Auftragsstornierung senden. Und dann wird sozusagen beim Verkäufer wird der Auftrag storniert und bei mir die Bestellung gelöscht, ne, als Einkäufer. Also das ist sozusagen ein Beispiel, dass man dann sagen kann, ich bin mit der Aktualisierung jetzt nicht einverstanden, dann will ich bei dir nicht mehr bestellen, dann kann ich sozusagen das stornieren und es kommt dann auf beiden Seiten auch wieder an. Zweites Beispiel, der erste ja, Prozess bleibt wieder gleich. Und anstatt das zu stornieren, sage ich, würde ich nochmal eine Bestellungsänderung senden. Zum Beispiel habe ich jetzt eine Aktualisierung bekommen, dass der eine Artikel extrem teuer geworden ist und ich sage, okay, dann will ich den vielleicht nicht mehr bestellen oder ändere es in einen anderen ja, Artikel um oder bestelle noch was dazu. Dann kann ich auch die Bestelländerung senden. Dann wird bei dem Verkäufer der Verkaufsauftrag, also er erhält dann die Änderung. Kann dann die Bestätigung der Änderung wieder senden und bei mir kommt dann sozusagen diese Bestätigung wieder an. Ja, also dieser Kreislauf sozusagen, dass ich nicht nur einfach die Änderung bekomme und das so ist, sondern dass ich auch sagen kann, ich möchte es jetzt gar nicht mehr nutzen oder ich ändere dann doch nochmal meine Bestellung ab und es wird dann sozusagen auch aktualisiert, dass es jetzt wieder mit neu dazugekommen. Genau. Ja, zum Thema E-Documents, hier sehen wir noch ein paar allgemeine Verbesserungen. Ja, zu dem Unterstützung der X-Rechnung habe ich ja auch schon erst kurz erwähnt. Und ja, ansonsten Job-Queues, die zur Aktualisierung des Dokumentenstatus verfügbar sind. Und ja, zum Thema E-Documents haben wir jetzt noch weitere Punkte, die verbessert wurden. Und zwar können jetzt auch Aufgabenwarteschlangen für die automatische Aktualisierung von bestimmten Funktionen erstellt werden. Das heißt, die sind in der Container e-Documents Einrichtung schon vorhanden. Man muss sie da dann aktivieren. Da haben wir jetzt die drei, die Sie rechts auf dem Bildschirm sehen, die Aktualisierungen bzw. Job-Queues, die man da aktivieren kann. Metadaten aktualisieren, Belegstatus aktualisieren und Belegaustauschmöglichkeiten abfragen. Die können Sie, wie gesagt, in der Container e-Documents Einrichtung aktivieren. Genau, ansonsten haben wir jetzt, hatte ich erst ja erwähnt, zum Beispiel auch auf der Übersicht, dass Debiton und Kreditor geprüft werden können. Und zwar ist es so, dass man jetzt hier in der Continua e-Documents Kreditoreinrichtung bzw. Debitoreinrichtung, da nochmal die Möglichkeiten hat zu sagen, dass ich die Empfangsmöglichkeiten erneut überprüfen möchte oder dass ich genau oder dass ich die Empfangsmöglichkeiten generell in der Factbox sehe, was sozusagen möglich ist. Und die Factbox für die E-Documents-Empfangsmöglichkeiten zeigt halt an, welche Dokumente der Empfänger annehmen kann. Also man sieht dann sozusagen, was er empfangen kann. Und E-Documents-Empfangsmöglichkeiten erneut prüfen, aktuell sieht sozusagen die Empfangsmöglichkeiten. Ja? Also dann führe ich sozusagen die Prüfung durch und sehe dann in der Factbox, was der Debitor oder Kreditor da empfangen kann.
Genau, dann gehen wir noch einen Punkt weiter. Eine Folie zu E-Documents habe ich jetzt. Haben wir hier noch? Genau. Man bekommt Bemerkungen. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel über das Netzwerk einen Dokumententyp, ja, oder an einen Kunden oder Lieferanten etwas schicke, wo er zum Beispiel den Empfang des Dokumententyps nicht unterstützt oder der Debitor-Kreditor nicht im Netz registriert ist, dann werden mir jetzt sozusagen Meldungen angezeigt, die mir dann auch eine Lösung aufzeigen. Das heißt, ich werde dann einfach darauf hingewiesen, er ist noch nicht im Netz registriert oder diesen Dokumententyp kann halt der Kreditor da nicht empfangen. Dann ja, wird mir das dann angezeigt durch Meldungen, die jetzt sozusagen neu hinzugefügt wurden. Das war jetzt erstmal das zu dem Thema E-Documents, was dazu gekommen ist. Ich würde nochmal darauf hinweisen, dass ja von uns E-Documents, Webinare und Schulungen angeboten werden. Das heißt auch wieder bei uns zum einen die Webinare, die Sie auf Continia Online finden. Können Sie sich dann bei einem Webinar anmelden. Da werden natürlich auch die Funktionen nochmal, beziehungsweise grob nochmal erklärt, was E-Documents macht und wie es verwendet wird. Und genau, in unserer Partnerzone haben Sie ja die Möglichkeit, Trainings zu buchen. Und auch da können Sie ein Training für E-Documents buchen, sodass Sie sich dann natürlich auch mit meinen Kollegen da das Thema E-Documents anschauen können im System und Ihnen dann gezeigt wird, wie Sie damit umgehen und wie Sie es einrichten können. Also wenn da detailliertere Fragen sind zu dem Thema, dann gern auch mal bei unseren Webinaren und Schulungen anmelden. So, Thema Genehmigung. Und zwar, ich sagte ja schon, Web-Approval-Portal ist sind Neuerungen dazugekommen und auch bei der erweiterten Genehmigung. Und dann würde ich sagen, das schauen wir uns definitiv auch mal live an. Und zwar würde ich dafür mal in das Web-Approval-Portal gehen. Und ich sagte ja zum einen mandantenübergreifendes Dashboard. Das heißt, es wurde ja ein Dashboard jetzt hier ja, hinzugefügt, erneuert, wo man auch mehrere Mandanten sieht. Ich habe jetzt bei meinem, ja, jetzt hier bei meiner Demo-Umgebung nur den einen Mandanten, aber auf dem Foliensatz werden Sie definitiv da auch nochmal sehen, dass da mehrere Mandanten drauf sind. Wir sehen ja auch hier in der Übersicht, dass man jetzt hier auch sieht, in welchem Mandanten diese Rechnung zu genehmigen ist. Und wenn dann mehrere Mandanten vorhanden sind, werden die ja auch aufgelistet. Ja? Also das heißt, ich sehe zum einen, wie gesagt, in welchem Mandanten das vorhanden ist. Und bei der Art kann ich jetzt zum Beispiel auch sehen, ist es jetzt ein Einkaufsdokument, ein Verkaufsdokument oder ist es zum Beispiel ein Einkaufsvertrag, den ich hier genehmigen muss. Genau. Und ansonsten war das jetzt zu diesem mandantenübergreifenden Dashboard das, was da jetzt wichtig ist. Also klar, man hat sonst immer wechseln müssen, wenn Sie sich noch so vielleicht erinnern, wie es bis jetzt war, hatte man immer nur die Möglichkeit zu sagen, ich wechsle jetzt hier oben in den anderen Mandanten und kann mir dann die Genehmigung anschauen. War mal ein bisschen umständlich, weil man halt doch immer wieder hin und her switchen musste. Und mit dieser einheitlichen Übersicht jetzt hier, mandantenübergreifenden Übersicht, kann man natürlich da ja viel schneller agieren. Man findet schneller die Dokumente und den Workflow beschleunigt es natürlich auch, weil man nicht ständig diesen Mandanten wechselt. Genau, was ist sonst noch hierzu? Und zwar, man kann jetzt die Zeilen sehen, also mal kurz gucken. Genau. Zwar ist es so, dass ich ja schon erwähnt hatte, dass man Belegzeilen hervorheben kann bei der erweiterten Genehmigung. Also erweiterte Genehmigung ist ja das, dass man sagen kann, ich genehmige jetzt diesen Beleg anhand von Dimensionen, die zum Beispiel an den Zeilen vorhanden sind und kann somit sagen, dass zum Beispiel eine Rechnung mit drei unterschiedlichen Dimensionen auch von drei unterschiedlichen Personen freigegeben wird. Und bis jetzt war es halt immer so, dass man dann nur gesehen hat, die Rechnung allgemein. Und wir konnten jetzt eigentlich nicht als Genehmiger sehen, was ist denn jetzt eigentlich die Zeile, die ich genehmigen soll. Und
Und zwar würde ich das jetzt hier auch mal zeigen. Und zwar ist es so, dass jetzt im Web Improvement Portal und auch im Business Central werden jetzt hier diese Zeilen hervorgehoben. Also ich sehe wirklich auf einen Blick, was sind die Zeilen, die ich jetzt genehmigen soll, was sind die Zeilen, wofür ich verantwortlich bin. Und muss da jetzt nicht irgendwie über alle drüber gucken und sagen, ah, okay, das ist jetzt meine Zeile, weil es meine Kostenstelle ist, die drin steht, sondern ich sehe es jetzt auf einen Blick hervorgehoben und kann danach, da auch natürlich viel schneller agieren und die Belege freigeben, weil ich dann nicht erst noch suchen muss. Das sehen wir auch nochmal in der Präsentation. Da habe ich auch nochmal ein paar Screenshots mit eingefügt. Da sehen Sie dann auch, wie es vorher aussah und wie es sozusagen jetzt aussieht. Genau, ansonsten zu den erweiterten Genehmigungen, wenn wir einmal bei dem Thema sind, wurden jetzt die Genehmigungsablaufcodes sozusagen mit integriert. Da gucken wir mal kurz in die Übersicht. Und zwar die Genehmigungsablaufcodes war es ja aktuell immer so, dass die nur bei dem normalen Standard-Continuer-Genehmigungsworkflow verwendet werden konnten, also zusätzlich, ja, wenn man den Standard verwendet hat da. Konnte man dann einen Genehmigungsablaufcode eintragen und dann wurde natürlich der Genehmigungsablauf primär verwendet und nicht der Einkäufercode, der zum Beispiel da in der Rechnung steht. Das war bis dato jetzt noch nicht möglich, dass es mit dem erweiterten Genehmigungsworkflow funktioniert. Das funktioniert jetzt ab dem neuen Release auch. Das heißt, funktioniert wie mit dem Standard-Genehmigungsworkflow. Ich trage einen Genehmigungsablaufcode im Kopf mit ein und der übersteuert natürlich dann diesen erweiterten Genehmigungsworkflow für den zeilenbasierten Abgleich. Ja, und das ist für die Belegarten im Einkaufsbereich Rechnung, Gutschrift, Bestellung und Reklamation jetzt hier möglich. Genau. Dann, genau, das sind nochmal die Folien, wo wir nochmal sehen, wie das dargestellt ist. Und dann würde ich sagen, springen wir jetzt zu dem Thema Einkaufsverträge. Das müsste auch das letzte Thema sein, was wir uns jetzt erstmal angucken, bevor wir dann in die Fragerunde gehen. Genau, Einkaufsverträge. Also erstmal zu dem Thema, dass Einkaufsverträge bis jetzt ja immer nur eine Überprüfung hatten. Das heißt, ich hatte einen Überprüfungsprozess und konnte sagen, Einkaufsverträge sollen einmal im Jahr überprüft werden und dann wurden das Personen zugewiesen. Diese Überprüfung war ja jetzt nicht so, die war gut, aber man hat halt nicht, sage ich mal, wie einen kompletten Genehmigungsprozess gehabt, wo man sagt, okay, der steht jetzt gerade zur Genehmigung aus, der wird jetzt vielleicht nicht verwendet, weil er jetzt noch in der Genehmigung ist, sondern er musste dann, hat dann so, ja, hat auch keine Genehmigungsposten in dem Falle gehabt. Und das ist jetzt die Neuerung, dass da jetzt auch die Einkaufsverträge anstatt der Überprüfung zur Genehmigung gewechselt sind. Genau. Und klar, was ist anders? Wir haben jetzt einen Genehmigungsprozess für die Einkaufsverträge integriert, der natürlich den Workflow verbessert und auch wichtige Funktionen ja, beinhaltet, ja, gerade wer hat wann was genehmigt, wer hat es weitergeleitet oder vielleicht auch abgelehnt. Das sind ja alles Funktionen, die der Genehmigungsworkflow mitbringt. Für die Einkaufsverträge gibt es dann auch einen Standard-Continuer-Workflow, der jetzt hinzugefügt wurde. Und dazu zudem gibt es auch noch einen erzwungenen Workflow, so wie wir es auch von den anderen Belegkategorien oder beziehungsweise Belegarten kennen, dass man auch eine Genehmigung erzwingen kann. Genau, klar, warum haben wir das geändert? Wir wollen natürlich, dass alles gleich ist. Also die Einkaufsverträge sind ja genauso ein Modul oder eine Funktion in Document Capture, wie zum Beispiel Einkaufsrechnung oder Gutschrift, die man verarbeitet, beziehungsweise spielt ja alles zusammen und damit natürlich alles auf ein Prozess ist und nicht bei dem einen macht man es so, bei dem anderen so, haben wir natürlich da jetzt eine Einheitlichkeit geschafft und haben da jetzt auch die Einkaufsverträge an die bestehenden Funktionen, die schon zur Verfügung stehen für die Genehmigung mit, ja, angeglichen. Genau. Genau. Schauen wir uns mal kurz an. Also, wie ich gerade schon sagte, hinzugefügt wurden jetzt Workflows, die jetzt von uns zur Verfügung gestellt werden im Standard und natürlich Einkaufsvertragsgenehmigungsanforderungen. Das sind ja ganz normal diese Genehmigungsanforderungsposten, die Sie ja so auch schon kennen, halt nur jetzt für die Einkaufsverträge. Das sind jetzt nochmal so Seiten, Listen und Karten, die aktualisiert wurden in dem Zuge. Und wir gucken uns gleich im System auch gerne nochmal an. Genau, was da aktualisiert wurde, würde ich sagen, springen wir einfach gleich mal rein.
Und bevor ich das jetzt hier in der Folie zeige, können wir da gleich mal im System schauen, wie sich das jetzt hier auswirkt. Und dafür gehen wir mal in die Einkaufsvertragseinrichtung. Einkaufsvertragseinrichtung. Da haben wir jetzt hier die Felder für die Genehmigung. Also dieser Reiter Genehmigung ist jetzt sozusagen hier mit integriert. Und Einkaufsvertragsgenehmigung aktivieren und erzwungene Einkaufsvertragsgenehmigung aktivieren ist das gleiche Prinzip, wie Sie es aus der Einkaufseinrichtung schon kennen. Wenn Sie das dann hier aktivieren, haben Sie dann auch die Workflows, die dann hier mit hinzugefügt werden. In dem Fall jetzt hier nur der Workflow für Purchase Contracts für die Einkaufsrechnungen. Genau, ansonsten haben wir in den Genehmigungsworkflows, das habe ich gerade schon gezeigt, da gibt es die beiden neuen Workflows in der Continual-Benutzereinrichtung. Wenn wir da mal jetzt hier reinspringen und zum Beispiel mal hier den Bernhard Kohler anzeigen, gibt es dann quasi einen Einkaufsvertragsreiter, der jetzt auch die Einrichtungen ja, uns zur Verfügung stellt, um zu sagen, okay, ich kann Einkaufsverträge genehmigen, ich habe ein bestimmtes Limit dafür. Oder unbegrenzt und wer ist darüber hinaus dann mein Genehmiger, wenn ich zum Beispiel ein Limit habe. Ja. Noch dazu gekommen sind die Kacheln im Rollencenter. Das heißt, wenn Sie das Rollencenter jetzt hier, wie ich im Document Capture schon nutzen, dann haben wir dann hier die Einkaufsverträge, wo wir zum einen alle angezeigt bekommen, die jetzt aktuell zur Verfügung stehen und dann natürlich auch die Genehmigung für die Einkaufsverträge, wo wir sehen, sind jetzt Genehmigungen fällig, erforderlich oder es sind da jetzt Genehmigungen noch ausstehend, sehen wir dann auch hier in der Übersicht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal in einen Einkaufsvertrag reingehen, haben wir jetzt hier sozusagen diesen Reiter Genehmigung, der vorher ja für die Überprüfung war. Der Reiter wird natürlich auch erst sichtbar, wenn Sie die Genehmigung für Einkaufsverträge aktivieren. Ansonsten vorab sehen Sie das nicht. Und da kann ich jetzt einrichten, wann soll die Genehmigung stattfinden. Und Genehmigung erforderlich ist jetzt hier eingetragen. Und dann kann ich hier oben auch, wie wir es schon aus Rechnung und Gutschriften kennen, sagen, dass ich zum Beispiel eine Genehmigungsanforderung sende. Dann steht hier natürlich drin, dass sie ausstehend ist und bei wem es gerade liegt zur Genehmigung. Und dann habe ich die Funktion, die ich auch schon kenne aus der Genehmigung, dass ich jetzt hier genehmigen, ablehnen, weiterleiten habe und die Genehmigung auch erzwingen kann. Genau. Das sind sozusagen die Seiten, die jetzt hier, ja, sag mal, mit erneuert wurden, verbessert wurden, erweitert wurden in Bezug auf die Genehmigung. Und ja. Warum haben wir das natürlich gemacht? Ist klar, man hat dann mehr Kontrolle und Transparenz, weil gerade diese Genehmigungen, wo ja auch Genehmigungsposten geschrieben werden, wo Bemerkungen hinterlegt werden, dass man dann wirklich sagen kann, okay, man kann nachvollziehen, was da wirklich, ja, was da wirklich passiert ist. Man hat natürlich eine Kontrolle, die erzwungen wird. Also so eine Genehmigung ist ja schon so was Aussagekräftiges, wo man sagt, okay, das musst du jetzt wirklich auch mal machen. Und kann dann natürlich auch einstellen, was Genehmigungsgrenzwerte sind, unabhängig von dem, was im Einkauf sonst passiert. Das ist auch mal ganz gut, dass man da ein bisschen abgegrenzt ist. Und genau, ja. Das zu den Einkaufsverträgen. Jetzt bin ich bei vielen Folien wirklich, bei den vielen Folien wirklich schon am Ende. Und würde sagen, dann ja, können wir in die Frage-Antwort-Runde starten. Ich bedanke mich trotzdem erstmal für diejenigen, die zugehört haben. Und alle Neuerungen, die ich jetzt hier präsentiert habe, die sehen Sie ja bei uns auch nochmal in Continia Docs. Das bedeutet, wir haben, ups, genau, ja hier auf Continia Docs in Document Capture auch nochmal die Möglichkeit, unter New Implant sich die Change Logs anzuschauen und haben dann auch hier alle Funktionen nochmal, zu denen ich auch gerade schon was gesagt habe, die Sie sich dann auch nochmal anschauen können. So, dann würde ich sagen, genau. Ich habe jetzt nicht den Chat beobachtet. Wie sieht er denn aus? Also ein paar Fragen sind hier eingelaufen über die Zeit und eine war auch schon relativ früh von der Frau Küppers. Da ging es allerdings um die Prüfung der doppelten Transaktion, ob das auch zukünftig für das Modul Continia Banking Finance geplant ist. Das ist natürlich jetzt ein anderer Themenbereich, aber
Ich könnte es jetzt so direkt nicht unterschreiben. Insofern müsste ich da wenn noch mal nachfragen. Genau, Hast du nein, da irgendwas also gehört? ich, Nee, ne? genau, also ich weiß da leider jetzt auch nichts dafür, dazu, ob das jetzt da zukünftig geplant ist, aber da können wir uns definitiv auch nochmal informieren Ja, und genau. Ihnen dann nochmal eine Rückmeldung geben. Ja. Dann hat der Herr Meier gefragt, kann der Datumsbereich auch über 3 Tage erweitert werden? Ich würde mal schauen, vielleicht, dass wir die Mikros mal kurz gucken, dann So. aufmachen können, weil da können vielleicht die Personen, die da was reingestellt haben, auch nochmal sonst was dazu sagen. Muss ich gerade mal schauen, wo ich das wieder mache. Ich habe gerade die Mikros aufgemacht. Ah, okay, super. Genau, dann bitte jeder, der oder diejenigen, die jetzt hier im Chat die Frage gestellt haben, wir gehen sie jetzt nacheinander nochmal durch, bitte selber nochmal entmuten und dann vielleicht nochmal kurz was dazu sagen. Genau, der Herr Meier hatte die Frage reingestellt mit dem Datumsbereich. Ja, ich weiß jetzt Ja, nicht mehr, zu welchem da Thema es ging war. es. Ja, hallo, das war Hallo. relativ am Anfang. Es ging um die Prüfung der doppelten Belege. Da haben Sie gesagt, plus minus 3 Tage. Und da ist die Frage, kann dieser Bereich auch erweitert werden? Denn der doppelte Beleg kann ja auch schon vor 10 Tagen eingegangen sein. Ja. Also müsste ich mich nochmal genau informieren. Soweit ich weiß, ist es jetzt erstmal so, dass dieses plus minus 3 Tage so gesetzt ist. Ich habe jetzt gesagt, keine Einrichtung gesehen, dass man es jetzt nochmal ändern kann. Ich würde jetzt erstmal sagen, wie plus minus 3 Tage ist jetzt erstmal so festgesetzt, würde aber Ihnen nochmal Bescheid geben, falls sich was ändert. Also falls es doch Okay. anders ist, sage ich mal Bescheid, genau. Okay, danke. So, dann haben wir die Frau Wigges, die fragt, was genau wird bei den Debitoren und Kreditoren geprüft? Genau, da meinte ich die bei den Continuer E-Documents, da steht ja, dass es die Möglichkeit gibt, die Netzwerkteilnehmer zu prüfen. Aber was genau prüft denn das Netzwerk da? Also ich weiß nur, dass es, also ich bin jetzt mit dem Thema E-Documents nicht so tief drin, das macht ja mein Kollege immer, die Schulung und Webinare, aber das, was ich weiß, ist, dass er sozusagen dann ja prüft, ob die Debitoren oder Kreditoren schon vorhanden sind, aber ich vermute mal, die Frage zielt darauf ab, prüft er jetzt, ob der Name vorhanden ist oder ob die Genau. Umsatzsteuer-ID übereinstimmt, ich Richtig. vermute mal, in die Richtung geht's, müsste ich nochmal schauen. Das wäre super. Dankeschön. Ja, okay. Gut, dann haben wir nochmal Herrn Meier. Kann die Änderung auch mehrfach erfolgen? Ja, Das da war. ging es darum, um den Bestellprozess, der per E-Documents dann gesendet wird. Und wenn die Bestellung dann geändert wurde nach der geänderten Auftragsbestätigung, kann das auch Ping-Pong 5-mal hin und her gehen? Also ich würde es mal spontan sagen, ja, aber weil man hat ja nur die Möglichkeit, sich da untereinander auszutauschen und auch immer das hin und her zu schicken. Also würde ich mal schon sagen, dass es funktioniert, aber kann es jetzt auch nicht 100% bestätigen. Da müsste ich meinen Kollegen nochmal fragen, der sich um das Thema E-Documents da kümmert. Dankeschön. Okay, dann haben wir Herrn Dormann. Können auch X-Rechnungen verarbeitet werden, die per E-Mail empfangen werden? Das. Ja, also es ist ja so, dass X-Rechnungen ja generell, also klar, wenn man jetzt über dieses E-Documents redet, geht es ja immer davon aus, dass es über dieses Netzwerk, über das PEPPOL-Netzwerk CDN funktioniert. Generell können natürlich X-Rechnungen auch per E-Mail empfangen werden. Wenn man jetzt in den älteren Versionen quasi oder ja, in den jetzigen Versionen, wenn man das den Document Import sozusagen oder den, genau, ja, Import sozusagen noch mit lizenziert, dann können natürlich auch X-Rechnungen per E-Mail kommen und die können dann ganz normal über Document Capture verarbeitet werden. Also sie müssen ja nicht über das Netzwerk passieren, dieses Thema E-Document, dafür ist das Netzwerk ja unbedingt notwendig, aber prinzipiell jeder, der Document Capture hat, kann natürlich auch X-Rechnungen per E-Mail empfangen und die dann schon verarbeiten, ohne dass man jetzt dieses Delivery Network sozusagen benötigt. Und ja, vielen Dank für die Antwort. Und die könnten dann auch im gleichen Mail-Postfach ankommen, wie die Belege, die man dann durch die OCR durchlaufen lässt. Das könnte insofern ein bunter Mix dann sein. Genau. Also die Rechnungen, die im XML-Format kommen, die landen ganz normal auch in der Belegkategorie für den Einkauf. Also ob das jetzt eine PDF ist oder eine XML.
Das ist total egal. Die werden ja, sage ich mal, trotzdem in der gleichen Belegkategorie verarbeitet. Deswegen auch die gleiche E-Mail-Adresse, ja. So, dann hatten wir noch da weiterführend, wie erhält man eine Empfangsbestätigung zum E-Rechnungsversand? Da kommen echt viele Fragen zu E-Dokuments. Also meinst jetzt Frau Feldmeier, Sie hatten ja die Frage reingestellt. Das heißt, dass Sie wissen wollen, wenn Sie jetzt eine Rechnung versenden, dass Sie eine Empfangsbestätigung bekommen, dass der andere das auch bekommen hat. Meinen Sie das damit oder? Okay. Gar nicht auch noch drin ist. Ansonsten überspringen wir die Frage kurz. So. Gut, dann gehen wir zur nächsten Frage, würde ich sagen. Wie sieht es mit der neuen Einführung von der E-Rechnung in Deutschland ab 2025 aus? Wird es ein Update in DC dafür geben? Also das ist der Punkt ist im Endeffekt soweit geklärt, denn je nach System, das eingesetzt wird, kann man halt mit dem, als Beispiel bei Document Capture mit dem XML-Import entsprechend die Rechnung ja empfangen. Oder wenn man E-Documents nutzen kann, je nach BC-Version, dann kann man natürlich ein- wie ausgehend auch die Belege versenden und empfangen. Und damit ist das über das Continuous Delivery Network entsprechend alles den rechtlichen Vorgaben entsprechend abgedeckt. Genau. Ist die Frage damit beantwortet? Denken wir erstmal. Ansonsten nochmal Fragen, nochmal. Ja, okay, ist beantwortet. Super, ich sehe es gerade im Chat. Genau, Dann einen geht schriftlichen dann. Leitfaden für E-Documents-Einrichtungen. Also, soweit ich weiß, aktuell noch nicht, aber daran arbeiten wir auf jeden Fall, dass wir da natürlich auch bessere Dokumentation Ihnen nochmal zur Verfügung stellen, wo Sie dann natürlich wirklich nach und nach. Also ich hatte ja auch eingehend gesagt, was auf der Roadmap steht, war ja definitiv auch, dass wir, sage ich mal, da so eine Lernseite ja, integrieren wollen bzw. schaffen wollen, wo Sie dann auch so ein bisschen durchgeleitet werden, sodass Sie auch wissen, was müssen Sie da einrichten und wie. Und dass Sie da natürlich auch, sage ich mal, ja, besser werden in dem Bereich E-Documents. Also Okay, aktuell vielen gibt es das Dank. noch nicht. Genau. Vielen Dank, Okay. danke schön. So, dann die letzte Frage aktuell im Chat. Genau, die Prüfung von Ah, Debitoren und okay, Kreditoren super. im Dann haben wir ja die Netzwerk eine Frage erfolgt schon über die beantwortet. Umsatzsteuer-ID-Nummer. So steht es zumindest in dem Continuous Change Logs für dieses Release. Genau, ja. Also am besten, ich hatte ja noch mal gezeigt, wo die Change Logs zu finden sind. Da können Sie auch definitiv noch mal ein paar mehr Informationen rausziehen. Von daher, ja, aber super, danke, dass das beantwortet wurde. Wenn das über die Umsatzsteuer-ID ist, dann ja, perfekt. Vielen Dank. Kam gerade noch eins rein. Wann ist mit dem Abgleich unterschiedlicher Einheiten zu rechnen? Ja, also es ist so, ich habe ja geschrieben, hat ja gesagt, dass es auf der Roadmap steht. Das heißt, für die nächste Version soll es definitiv kommen. Wir sind da natürlich gerade dran, mit Dänemark auch zu sprechen, ob das jetzt schon in einer, nicht im nächsten Release, sondern vielleicht in einem Service Pack schon mit kommt, weil es halt für, also ich weiß jetzt nicht, ob es in Dänemark nicht so interessant ist, aber ich weiß, dass es in Deutschland definitiv immer wieder dazu zu Themen kommt, dass die Einheiten nicht stimmen zwischen Bestellung und Rechnung. Also spätestens im nächsten Release. Wir versuchen es aber definitiv auch schon vorher vielleicht in einem Service Pack umzusetzen. Okay. Dann würde ich ja sagen, fast eine Punktlandung. Genau. Genau, Sie bekommen im Anschluss dann definitiv noch die Aufzeichnung des Webinars und auch die Unterlagen, was ich jetzt in der PowerPoint hatte, das bekommen Sie später noch zugeschickt. Ich denke mal, spätestens morgen werden Sie es dann haben, je nachdem, wann wir mit der Bereitstellung fertig sind. Und genau, ansonsten, wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder Sie was testen und da zu irgendwelchen, das zu irgendwelchen Fehlern führt, dann stellen Sie gerne auch bei uns im Support ein Ticket ein und dann helfen wir Ihnen da auch in dem Bereich weiter. Dann vielen Dank für die Teilnahme und dann, ja, wünsche ich Ihnen allen einen schönen Tag.